Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Factorio. Wenn ich jetzt mal hier so drauf gucke, fällt mir gerade erstmal etwas auf. Und zwar produziert hier alles noch ziemlich gut. Hier sind noch, wow, ganz schön viele Fließbänder drin. Aber ich habe jetzt hier mal das Maximum auf eine ganze Linie erweitert. Und hier auch, weil wir da die halt am meisten brauchen alles. Die Fließbänder sehen eigentlich alle ganz gut aus. Genauso wie die Tunnel, 82 Stück. Das dürfte für die ganzen Erze erstmal gut voranschreiten können. Für die Öfen, meine ich. Hier die blauen Flaschen haben alle Sachen vor sich hier liegen. Das klappt wunderbar. Die Batterien kein Problem, die roten Dinger hier kein Problem. Die Linien hier sind auch absolut kein Problem. Genauso wenigstens wie Stahl ein Problem ist. Aber bei den grünen gehen mir irgendwie die Greifarme aus. Können wir das denn erklären? Verstehe ich nicht ganz. Wie geht das? Ah, die Zahnradmaschine ist das Problem, sehe ich gerade. Müssen wir die mal ein bisschen verschnellern vielleicht. Weil die hier bekommt anscheinend zu wenig Zahnräder. Aha, guck mal, jetzt läuft das Ganze schon besser. Ist nur so ein kleiner Makel, der mir gerade aufgefallen ist, weil das hier hinten nicht ganz so lief, wie ich es wollte. Und jetzt haben wir, denke ich, die Forschung ein bisschen weiter repariert. Perfekt. Cool. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz hier, dass wir kurz die ganzen Tunnel erweitern können. Wahrscheinlich sind unsere Tunnel jetzt gleich leer, aber gut, dann ist es halt so. Zack. Zack. Ich mach's gerade mal Linie für Linie, um zu gucken, wie weit wir kommen. Zack. Zack. Okay, wir sind echt fast leer. Wow. Ernsthaft? Das war jetzt locker 15 Minuten, die ich da reingesetzt habe oder so. Oha. Oha. Okay, wir machen mal ganz kurz das hier alles. Zack. Ja, ja, die ganzen Tunnel gehen natürlich jetzt nicht, ne? Aber die ganzen Fließbänder könnten klappen. Da oben müssen wir eigentlich zwar alles haben, aber wir gehen trotzdem mal hier hin und erweitern das bis hier oben hin. Zack. Damit die nämlich hier blau sind, müsste es geklappt haben. Hier auch. Ja, da oben auch. Express-Fließband passt alles. Perfekt. Wir können zumindest schon mal die Reihen dafür alles fertig bauen. Wir können das Tunnel ja weiter produzieren. Nur ich finde. Wow. Alter, ich komm. So. Nur ich kam mir gerade irgendwie nicht hin. Scheißbaum. Hier, das ist Kupfer, das musste noch rein. Das muss da hinten noch hin. Hier kommt dann auch mal Kupfer raus. Schön. Da müssen wir den ganzen Kram jetzt noch anbinden. An die Tunnel und die ganzen Öfen und so bauen. Da brauchen wir jetzt, das muss ich ganz kurz einmal ausrechnen. Das sind ja eigentlich 70 Öfen, glaube ich, ne? Also 35 hier, 35 da, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir haben also 70 minus 24 sind 46. 46 mal 8 sind 368 Öfen brauchen wir. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay. Das wird teuer. Ziegelstein und Stahl. Wir stellen uns mal auf die Stahllinie drauf und geben mal Vollgas. Ah, nur zum Bauen. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, ey, Schock. Achso, wegen den Tunneln hier. Ja. Naja. Ist jetzt auch egal. 368 ist echt viel. Wir fangen mal hier an, gehen wir nach oben und holen uns das ganze Stahl. Und dann gucken wir mal wegen Ziegelstein. Das ist nicht schlecht. 368, ey. Puh. Das könnte viel werden. So, bis zur Ecke. Dann die Ziegelsteine sind das nächste Problem. Wobei, da haben wir die ganzen Öfen voll. Ist das eigentlich okay? Ja, jetzt sind wir voll. 140 haben wir schon mal. Das heißt, wir sind bei 228. Achso. Ich sollte die auch vielleicht schon produzieren, nicht nur da drauf gucken und aufschreiben. So, minus 43. Zack. Das ist hier Stahl leer. Kein Problem, wir gehen jetzt mal ganz kurz Stahl holen.
So 185 Stück brauchen wir noch. Das sind viele jetzt. Genauso wie Greifarm müssen wir auch gleich richtig viele holen. Wir starten mal ein bisschen tiefer. So hier, wo es jetzt hier anfängt. Und hier ganz kurz auf und machen da weiter. Damit wir jetzt keinen Treibstoff einsammeln, weil das reicht mir auch schon. Oh wei. Okay, das haben wir. 77 gehen. Ich glaube, da gehen mehr. Das ist, glaube ich, wegen Stein, ne? Was, wir machen mal minus 77. Bleiben 108. Ja, ist wieder Stein. Minus 53. Bleiben nur 55. Jetzt wieder Stahl. Egal, bevor wir das jetzt machen, gehen wir ganz kurz da hinten hin, wegen zwei Effektübertragungen machen. Da brauchen wir ganz kurz 20 Stahl für. Dass wir schon mal die Fließbänder antreiben können mit Effektübertragung. Also hier diese... nicht so. F, mein Gott. Aber wir können eigentlich so laufen. Perfekt. Kurz mal die ganze Linie entlang laufen. So. Wir haben jetzt, brauchen wir noch 55. Das heißt also, so, jetzt noch 50. 55 Stück da unten drin. Also so. Ist richtig, ne? Ja, jetzt haben wir minus 55. Das sind genau 0. Müsste jetzt eigentlich an Öfen exakt passen. Hoffentlich. Da haben wir die ganzen Maschinen schon voll. Ich bin begeistert. Wir können hiervon mal 6 Stück raus. Können wir nur für den ganzen Stack raus. Produziere einfach entspannt weiter. Mir ist auch egal. Dann können wir die hier schon mal aufwerten. Und müssen jetzt gucken, wie wir es hinkriegen. Da bräuchten wir eigentlich noch einen Output mehr. Überall. Und einen Input mehr. Wow. Ah, gut, dann machen wir den halt unten hin. Doof, aber was willst du machen? Fällt eh nicht auf. Hä? Hauptsache, der produziert dauerhaft. Guck mal, kommt schon direkt mehr raus. Wunderbar. Dann gleich die zwei Effektübertragungsdinger dahin machen, dann klappt mich das unten alles besser. Dass auf jeden Fall mehr davon reinkommt. So, unser Express-Fließband-Stack ist schon mal voll. Wir könnten die nochmal ganz kurz auffüllen. Die müssen da rein und da rein. Weil Platz. Haben wir die schon? Nee, immer noch nicht. Habe ich immer noch nicht gemacht. Cool. Jetzt mit den Zahnrädern klappt mittlerweile auch super. Müssen wir gleich mal kurz vorbeigucken. Ah, greif immer, da wollte ich sowieso hin. Das maximieren wir mal auf... Ah, doch, ist eigentlich ganz gut gewesen so. Machen wir trotzdem mal ganz kurz leer. Ach, und ich habe zwischenzeitlich mal die Forschung angefangen, hierfür direkt die für das da zu machen. Und das ist fertig geworden. Das heißt, ihr könnt ungefähr ausrechnen, wie lange ich das gebraucht, hier die Aufnahme ausgelassen habe. Weil ich die gestartet habe, 5 Minuten nachdem die Aufnahme aus war. So. Direkt das nächste, komm. Immer mehr. Für was eigentlich Crafting Speed? Mein Crafting Speed? Ja, ne? Ja, meins. Bling. Bling. Ja, normalerweise braucht es 3 Sekunden. Eins. Ja, es ist locker doppelt so schnell. Ah, guck mal an. Geht ja gar nicht. So, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Ausgezeichnet. Wir gehen ganz kurz runter, damit diese zwei Auftragsdinger hier mit dem Bauen weg sind. Genau das hier. Oder sogar 3 Aufträge. 4, 5, 6 Aufträge. Alles hier. Wenn die schon mal platziert sind. Perfekt. Wir können dann schon mal anfangen. Nee, warte. Aha, so genau. Ja, ist richtig. Immer 2. Aber weißt du was? Wir markieren das einfach ganz kurz.
Das Zimmer ist sowieso weg. Wir machen das einmal ganz kurz von hier an nach oben. Dip, 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 dip. So. Machen wir kurz die Lockpause, damit wir die schon mal hier hinstellen, weißt? Zack. Zack. Das geht natürlich nicht, das müssen wir upgraden. Verständlich. So, müssen die Tunnel alle. Ja, kommt kurz rein. Danke. Ja, wir brauchen jetzt ein paar Tunnel. Das ist das Wichtige jetzt. Auf jeden Fall. Wir füllen mal ganz kurz den Fließband auf, weil ich glaube, daran hakt es gerade ein bisschen. Und gucken mal kurz, wer davor schon vorbei unsere kleine Verbesserung geholfen hat. Weil wie ich sehe, hat dieses kleine bisschen ändern mit den Zahnrädern alles geändert hier. Perfekt. Tunnel. Machen wir mal ganz kurz ein paar mehr Fließbänder rein. Klappt auf jeden Fall alles langsam echt gut hier. Und werden nochmal ganz kurz ein paar los. Nur noch 1065 Klicks. Nein, nein. Ach ja, ist ja toll. Ich liebe diese Musik. Eine Linie noch, komm, ist da oben noch, warum nicht? Leute, ich kann jetzt nicht nur auf Tunnel warten. Wir können ja schon mal die Öfen ziehen, ne? Komm, das kriegen wir hin. Öfen ziehen macht keinen Spaß, aber ist egal, was willst du dagegen tun? Tak, 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 tak. Wow. Aber weil die können stehen bleiben, glaube ich. Wow. Wow. Ach, leck mich doch am Arsch. Mir ist es verrutscht mit der Maus. So, weißt du, so ein Millimeter verrutschen, alles versaut. Ich hoffe mal, es reicht auch an Öfen, was wir gebaut haben. Das wäre jetzt eklig, wenn es nicht reichen würde. Ach, verdammte Kacke. Ich glaube, wir sind jetzt langsam sogar schon fast weiter als bei der ersten Season. Auch wenn wir noch gar keinen einzigen Alien wirklich so die, also Alien-Basis zerstört haben. Aber wir haben jetzt schon blaue Fließbänder. Zumindest relativ viel davon. Naja, ihr braucht da gerade Zeug, ich weiß, aber habe ich nicht. Wow. Ach, leg mich doch am Arsch. Kann nicht so schwer sein, ganz kurz ein paar schnelle Linien hier zu ziehen. Mal ganz kurz zurückhalten, nach unten ziehen, fertig muss das sein. Komm, hier jetzt aber. Passt. So, jetzt haben wir alle Linien. Und ich habe zu viele Öfen. Ich habe mich irgendwo verzählt. Ich weiß nicht warum, aber halb so wild. Jetzt machen wir halt das hier auch noch voll. Ist okay. Ach, komm schon. Machen wir ganz kurz mit den Steinen da auch noch voll. Dann können die sich freuen. Verbessern kurz die Öfen hier. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Komm, machen wir ganz kurz voll. Damit die sich freuen können. Komm, diese eine Maschine muss weg. Diese eine normale Maschine da. Cool. Perfekt. Dann ist der ganze Steinkram auch schon mal gut. Wir können eigentlich ganz kurz die Fließbänder hochziehen da, oder? Ja.
Ja, können wir machen. Mal kurz nach und nach erweitern, ja. Ach man, immer einen später. So, komm nach oben. Voll. Das Ganze hier. Oh, oh, warte, das war hier, glaube ich, ne? Direkt daran angelehnt. Ja. Teiler da, Teiler hier, Teiler überall. Komm, die verstellen wir auch ganz kurz. Was wir geupgradet haben, haben wir geupgradet, also passt schon. Desto früher, desto besser. Passt. Das Dings können wir ja später verbessern, oder? Ja, das können wir später machen. Alles, was danach kommt. Auch wenn es nur noch ganz viele Tunnel, aber guckt euch das an. Ist das nicht ein Wahnsinnsanblick? Leckt mich am Arsch. Das ist so übel. So ein paar Öfen, was die ausmachen können, ey. Okay, die blauen Flaschen versagen, aber nur wegen der Geschwindigkeit, weil die jetzt nicht mehr mit der Ratio hiervon zusammenhalten können. Was kein Problem ist. Eigentlich nicht gut, dass wir das hier gemacht haben mit der Ratio. Weil jetzt die blauen Flaschen versagen. Das ist alles auf eine Sekunde ausgelegt. Ich will jetzt irgendwie nicht mehr davon bauen. Und ganz ehrlich, die roten, die sind jetzt auf jeden Fall zu schnell. Ich werde das wieder abbauen. So. Die grünen, die hingen hinterher. Ja, das muss ich zugeben. Die exakte Ratio klappt irgendwie nicht so, wie ich es will, ne? Warte mal ganz kurz. Eine Flasche pro Sekunde braucht hier 5 Sekunden. Also müsste eigentlich eine pro Sekunde reinkommen. Passt. Da sind 6 Sekunden. Müsste eigentlich genau ausgeglichen sein dann. Hier 12 Sekunden mit 12 Maschinen. Warum klappt das nicht? Kann man das irgendwer erklären? Die Ratio müsste doch eigentlich exakt so passen. Eigentlich müsste das genau passen, wenn wir das genau so machen. Müsste 1 zu 1 ausgehen. Wenn es noch nicht passt, dann muss da irgendwas komisch schon sein, ohne Scheiß. Naja. Hoffen wir mal das Beste. Tunnel. Wie viele Tunnel haben wir? Immerhin. Na, warte, wir können noch mal ganz kurz ein paar gelbe Fließbänder verbraten. Cool. Was wollte ich jetzt genau gemacht haben? Ich wollte mir eigentlich noch blaue Greifeimer holen, ne? Die sind ja auch langsam aus, ne? Gut, dann produzieren wir eben ganz viele. Hm, geht nicht. Warum? Was fehlt uns? Eisen. Wir haben schon wieder Schwachsinn im Inventar. Das läuft. Warte, wir können hier noch... Genau das wollte ich noch machen. Bei den Zahnrädern hier oben. Das ist ein bisschen beschissen. Das ist jetzt doof. Ich glaube, die machen wir da rein. Dann machen wir mich einfach hier einen Tunnel. So. Und hier das andere, dass die genau den Effekt haben. Effektübertragung brauchen das Modul, genau. Modul, 2 Stück. Was brauchen wir dafür? 5 Prozessoren, kein Problem. Das machen wir ganz kurz. So, 10 Prozessoren kriegen wir hin. Naja, das ist das Geschwindigkeitsmodul, ne? Erhöht die Geschwindigkeit der Maschine auf Kosten des Energieverbrauchs. Und das hier? Verringert den Energieverbrauch der Maschine, der geringste Energieverbrauch ist bla bla bla. Und das letzte war was? Weil es gibt ja 3 verschiedene Module. Was hast du nochmal? Ein Modul, welches einer Maschine ermöglicht, mehr Produkte aus der gleichen Menge an Zutaten zu erzeugen. Es erhöht auch den Energieverbrauch der... okay, ich verstehe. Wir machen jetzt aber erstmal 2 davon. Ah ne, 4 davon. So. Achso, die roten fehlen uns. Na, super.
paar rote sammeln ganz kurz. Tak, 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 tak. Es läuft auf jeden Fall schon mal alles ziemlich gut. Da geht aber noch viel mehr. Ihr könnt doch bestimmt Zahnräder abgeben, oder? Aber erstmal gucken wir, wie das hier läuft, wenn wir das jetzt produktivitätsmäßig stark erhöhen. Weil das ist jetzt ja schon nicht eine harte Produktion hier oben. Komm, wir kriegen sogar schon so viel rein, dass wir das hier dran sammeln können. Irgendwie. Naja. Die brauchen ewig zum Herstellen, oder? Ja, ich sehe schon. Eins haben wir. Ja, die brauchen echt ewig. Okay, komm, wir machen hier auch noch eins rein, damit alle schneller sind. Wie viel bringt das? Wie viel Prozent? 30%. Das ist eigentlich nicht so krass, wie ich erwartet habe. Aber egal. Immerhin klappt es überhaupt. Aber guck mal, da kommt schon viel, viel mehr Zeug raus. Die stecken sich schon unten. Guckt euch an. Die bleiben stehen. Ja, haben wir es echt geschafft? Oh, guckt euch an. Oh, lecker. Weißt du was? Alle rein. Und 10 Sticks nehmen wir uns mal mit. Hier. Ja, ist okay. Das können wir langsam volllaufen lassen. Ah, guckt euch anders an. Hier mit den Zahnrädern funktioniert mittlerweile. Jawohl. Und mal ganz kurz den nächsten packen wir hier rein. Ach, hier ist Eisenproblem jetzt. Oho. Dann machen wir einfach, weil es jetzt Mangel ist da, hier schon mal eine Linie hin, wo das Eisen schneller geschickt wird. Eigentlich müssen wir die Teilerstelle arbeiten lassen hier vorne. Diese Maschine muss kurz geupgradet. Was mache ich eigentlich? Ding. Ding. Das muss bis dahin geupgradet werden. Ding. Hier am besten auch, komm. Ist hier nicht so viel. Damit das Eisen hier unten einfach nur reingeschossen kommt. Genau so will ich das sehen. Flum, 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 flum. Die Zahnräder laufen voll. Ah, nicht mehr, nicht mehr. Okay, hier kommt jetzt die letzte Marke rein davon. Ausgezeichnete Arbeit hier, ey. Aber da geht noch mehr, da geht noch mehr. Grün läuft uns immer noch ein bisschen aus. Ich verstehe das nicht ganz, wo die Ratio 1 zu 1 so passt. Wobei, vielleicht ist die Ratio auch nur so auf 5 Labore ausgelegt, aber eigentlich müssten die anderen beiden Flaschen dann genauso leer sein wie die, oder genauso voll sein wie die anderen. Das macht für mich alles keinen Sinn. Aber ist egal. Solange es funktioniert, solange wir forschen, bin ich zufrieden. Und die Forschung ist eigentlich bis jetzt schon ziemlich weit im Voraus, also passt das. So, dann bauen wir ganz kurz hier, ja, komm, hier, nehmt euch mal kurz die Dinger und produziert. Da laufen die Öfen. Sehr schön. Hier oben noch ganz kurz das Zeug platzieren. Da kommt's raus. Wenn das passiert, dann haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt kommt das Geilste von allen. Upgrade erstmal von dieser Ecke mit der kompletten Kohleverbindung bis dahin. Richtig? Richtig. Puff. Insufficient Items. Woran liegt's? Was ist kaputt? Ah, die ganzen Tunnel da drin. Guck mal, da brauchen wir immer noch Tunnel. Interessant. Aber hier oben haben wir alles fertig. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, wir können hier schon mal das dann markieren wieder. Ja, ja, weg mit dir. Mal gucken, ob wir auch alles richtig markieren. Ab hier mit dem Ofen zusammen. Hier rein, runter. Das da nicht dazu, sondern nur das da. Zack. Passt. Ach so, die Öfen sind.
Ah, ich verstehe. Weil hier ein Fließband ist. Da müssen wir... Ah, nee, warte, das können wir jetzt nicht so... Da müssen wir den nochmal löschen. Und den darauf abspeichern, dass der es von hier bis da macht. Ist eigentlich doof, ne? Egal, komm. Weil wir machen einen Abteil so ungefähr, ne? Weil ab hier ist es ja so... Moment mal, hier müsste wieder der Strom... Der nächste Strom müsste dann... Hier stehen, ne? Ja. So muss der stehen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, die Blaupause so anzufertigen, dass er genau da steht. Müssten wir eigentlich genau hinkriegen. Das, wenn wir es jetzt hier hinstellen, der Strom 1 zu 1 zueinander passt. Passt der aber nicht. Müsste eigentlich so genau stehen. So ist richtig. Dann wieder nach oben. Genau, die Töne müssen übereinstimmen. Alles andere ist egal. Die Töne müssen übereinstimmen. Da haben wir schon einen Fehler drin von den Strommasten rechts, sehe ich gerade. Das ist doof. Irgendwas ist also falsch. Ich gucke noch was. Der da ist falsch platziert. Der da anscheinend auch. Der hier anscheinend auch. Den lassen wir auch mal weg. Nee, irgendwas passt hier gerade nicht. Strom. Der muss da stehen. Da und da und da. Jetzt haben wir es richtig, ne? Ja. So, dann Greifarme. Nicht da, sondern da. Die letzte machen wir mit Hand voll. Ach komm. Hä? Ah ne, da. Mein Gott. So passt's, ne? Ist da irgendwo was am Fehlen? Wir müssen jetzt mal ganz nah ranzoomen. Ich darf jetzt nichts mehr sehen. Sieht gut aus, ne? Die Linie sieht sogar ziemlich perfekt aus. Ich bin begeistert. Cool, dann können wir jetzt den ganzen Käse von hier oben an markieren. Bis nach ganz unten. Bis hier hin. Bis du diesen großen Strom hast. Nehmen wir. Und das alles... Kommt jetzt auf jede Linie drauf. Bumm. Warte, da hat sich halt irgendwas gemeldet, dass es nicht geht. Aha. Hier ist was drin, warum es nicht funktioniert. Was ist da falsch? Dieser Tunnel da. Okay, dann minus diesen Tunnel da. Danke. Was haben wir überall schon gemacht? Das passt. Bumm, das hat geklappt. Bumm. Ach komm, nicht jetzt. Mach das nächste. Komm, 1050 Flaschen. Gib ihm. Bumm. Bumm. Und bumm. Nee, warte, da geht wieder irgendwas nicht. Aha. Hier, die ganzen Tunnel haben wir noch nicht gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall, das Einzige, was wir jetzt gerade brauchen, ist Tunnel. Dann klappt alles. Die holen wir uns kurz. Jetzt geht's los. Ist ein Anfang. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, Gott, nicht das da. Das da. Am besten immer noch zu sehen, da drauf drücken, puff, mitten ins Feld reinsetzen. Oh Gott, bitte nicht. Flap, flap. Flap, flap, flap. Flap. New flap. New flap. New flap. Oh, wir haben keine Tunnel mehr. Okay.
Können wir trotzdem bitte... Ah, jetzt geht's natürlich nicht weiter wegen den ganzen Käse mit den Tunneln. Natürlich. Hier geht's aber. Warum muss denn genau jetzt Nacht sein? Können wir das bitte jemand erklären? Ich sehe doch so nichts. Ne, jetzt geht's nicht mehr, weil der Tunnel drin sind. Scheiße. Ah, ich hasse es, wenn es Nacht ist in diesem Spiel manchmal, ne? Guten Morgen. Warte, da sind noch bestimmt welche drin, ne? Oh, guck dir das an. Oh, ist das wunderbar. Gib ihm. Ding, 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 ding. Hast du keine Fließbinde mehr? Hast du doch. Ah, Entschuldigung. Weißt du was, ganz ehrlich, dann gib mir die Zahnräder wieder her. Konnte da nicht klar drauf. Wie viel Fließbinde brauchst du? Mal 6. Okay, cool. Ich brauch Tunnel. Das habe ich mir irgendwie schneller vorgestellt. Egal, es ist ja nur bei den Öfen, dass wir so viele krasse, also so krass viele Tunnel brauchen. Das wird sich alles noch ändern. Sobald wir nämlich diesen Käse fertig haben, dann haben wir schon den Großteil an dem gebrauchten Fließbändern und so weiter fertig. Außerdem kommt sowieso bald dieser Teil hier, dass das hier fertig ist, dann läuft es noch ein bisschen mehr automatisch. Ja, komm, schneller hier. Bing. Alle? Alle. Mehr. Wobei, ich könnte eigentlich die ganze Zeit so machen, ne? Ja, hoppala. Habe ich nicht gedacht. Nicht dran gedacht. Dum, 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 dum. So, passt. Guck mal, geht schon direkt besser. Ja, wunderbar. Auf geht's. Oh, guck dich das an, wie viele Tunnel wir haben. Schöne Sache. Ja, komm, platziert halt kurz das Zeug. Ding. Ich möchte viel mehr Roboter, die mir helfen können. Alter Vater. Das sieht so cool aus irgendwie. Okay. Upgraden. Wir nehmen jetzt einfach diese Linie mit. Komm, scheiß drauf. Hat's geklappt? Alles blau? Oh, jawohl! Dann ganz kurz hier oben. Bis dahin soll alles auf jeden Fall blau sein. Puff! Insufficient Items. Oh, und hier sind die Fließbänder leer. Ey, wie ich immer so zwei Öfen nach oben fliege wegen diesen Fließbändern. Das sieht so geil aus. So, fum, 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 fum. Eine steigende Schwankung innerhalb meines Ganges. Aber die Fließbinde produziert mittlerweile schneller, als ich sie verbrauchen kann. Das ist gut. Und patsch. Alles blau. Oh mein Gott. Wo sind meine Roboter genau? Ich sehe sie nicht mehr. Na, wo fliegen sie langsam hinterher? Ich sehe sie nicht.
Wo habe ich sie verloren? Roboter. Oh, Leute, ich hab die im Winter. Ach, wie viel Greifarme. Ja, geil. Sonst hat er schon alles platziert, das glaube ich nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einfach ganz kurz den Bauplan, weil ab hier müssen wir eh wieder machen. Und bling. Und bling. Und bling. Bau mal. Ach, und die haben wir auch nicht mehr. Na komm, machst du die auch schon mal, dass die schon mal weggetragen werden. Greifarme brauchen wir jetzt ganz viele noch. Ja, so mehrere hundert zum besten. So, kurz das auf Seite legen. Oh Gott. Ah, schön. Das Schlimmste ist gemacht, weil die Ärzte sind immer so das Ätzendste. Aber unsere Brennerei ist komplett vollständig jetzt. Das ist super. Ja, mehr oder weniger. Sehr gut. Ich brauche ganz viele blaue Greifarme. Was brauche ich dafür? Eisen. Ganz viel Eisen. Wobei, wir können eigentlich direkt hier rechts hingehen, weil die Öfen brennen ja eh gerade wie verrückt. Da können wir uns direkt ein bisschen was von klauen. Inventar ist voll. Ja, dann gib ihm. Und gib ihm. Kupfer ist leer. Jawohl. Ist die erste Linie voll? Mehr oder weniger. Ja, ja, klar, die haben wir als Bauplan genommen. Gut, dann können wir uns jetzt hier hinstellen und warten jetzt, bis das hier gebaut ist. Ach du heilige Scheiße. Okay, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Flum, 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 flum. Ja, ist okay. Gut, dann müssen wir jetzt ganz kurz gucken, was wir sonst noch machen können. Weil stehen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, gut. Ich habe eigentlich vorgenommen, diese Folge die Öfen fertig zu kriegen. Das war's. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rum und gucken wegen Strom. Heißt, hier sollte Strom platzieren am besten. Dann bin ich schon zufrieden. Habt ihr der Linie bitte? Passt. Die Linie bitte. Die stehen, 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 stehen. Aber besser als mit Hand zu bauen. Okay, kein Roboter reagiert. Hier vielleicht? Nee. Doch, hier die zwei. Dann hier. Ab hier können wir wieder stehen. Können wir uns einfach hier in die Mitte hinstellen? Dürfte eigentlich reichen, oder? Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, das dürfte passen. Ja, passt. Dann geht bauen, meine kleinen Freunde. Vergnügt euch an diesen Masten. Das war's. Jetzt müssen wir noch auf die blauen Greifer warten. Ist ja super. Aber hey, guckt euch an. Allein die ganzen Erze, ja, die flutschen sie nur so rein. Die ganzen Kupfererze hier flutschen hier rein und da rein und überall. Und es ist so geil. Unsere Brennerei mal endlich so, wie ich sie haben will. Mit drei Expressfies bin dann komplett voll. Okay, das vierte müssen wir immer noch machen, aber das dürfte erstmal auf die so oder so reichen, ich glaube, egal was wir tun. Das reicht erstmal. Deswegen bin ich schon mal zufrieden. Wir können mal das ganze Holz los werden. Da brauchen wir nur eine Starkkiste für. Die habe ich nicht. Cool. Egal, da rein. Cool. Egal, wir können das Holz schon mal ein bisschen weniger machen. So wie die Kohle auch. Die nehmen wir raus, die nehmen wir. Wobei, nee, die kleinen angefangenen nicht. Ich will nur die vollen rausnehmen. Dafür können dann jetzt die ganzen Kohledinger rein. Und Holz. Und Kupfer können wir auch loswerden.
werden dafür bestimmte Öfen, habe ich gehört. Wir können eigentlich mal die ganze Kohle da reinpacken. Was mache ich eigentlich? Die ganze mit der Kohle in der Kiste. Wo es mir gerade mal so einfällt hier. Auffällt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Guck mal hier. Ganze Holz rein, ganze Kohle raus. Nee, nee, nee. Was haben wir? 500 Öfen? Und ich frag mich, warum ich mit der Kohle nirgendwo hinkomme. Geil, wa? Da ist auch noch Kohle drin, ey. Unfassbar. Da haben wir nämlich den ganzen Kram auch schon geklärt. Kann ich die ganzen Fließbinde mal da reingehen? Die brauche ich mich auch nicht. Ganzen Käse da. Guck, die blauen Fließbinder greifen am Anfang an. Dann viel Spaß dabei. Dann können wir uns jetzt am besten hier oben hinstellen. Gehen wir dann den ganzen Weg nach unten. Aber hier mittig immer. Genau, das passt ja. Ganze Kohle kurz reinpacken. Passt. Ausgezeichnet. Na, dann gib mal Gas. Da sehe ich noch einen, der fehlt. Das ist so geil. Ja, ladet euch kurz auf, auch gut. Fehlen auch die Lampen, ne? Das ist auch nochmal so eine Sache, die wir später machen müssen. Aber ansonsten klappt erstmal alles. Genauso wie Boden und alles muss auch noch reinkommen. Das hat alles noch Zeit. Ich bin erstmal schon mal froh, wenn das ganze Zeug mit dem Ofen hier funktioniert. Wir haben keine Greifarme mehr. Das sind vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Holy shit! Okay, pro Ofen sind es zwei, ne? Wir hatten vorher, dann brauchen wir irgendwas mit 700 Greifarme, ne? Das ist nicht ohne. Ja gut. Immerhin sind schon die ersten drei Linien Eisen fertig. Okay, wir brauchen ganz dringend grüne Schaltkreise. Guck mal, die blauen Flaschen gehen langsam leer. Die roten auch? Nee, die roten kein Stück. Ich verstehe das nicht. Wieso sind die roten so viel schneller als die anderen? Obwohl die... Es macht für mich keinen Sinn, ohne Scheiß. Wie kann es sein, dass die hier so verdammt schneller sind, obwohl die Ratios mir genau was anderes sagen? Verstehe ich nicht. Irgendwie ist da der Wurm drin. So, dann geht mal her. Fum, 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 fum. Das ging jetzt natürlich stark aufs Eisen drauf, aber ist mir egal. Wir gehen jetzt ganz was Neues holen hier. So, 2000 Eisen dürften reichen. Guck mal, perfekt. Das gleiche machen wir ganz kurz auch bei Kupfer, aber nicht bis 2000, sondern bis 1000. Guck mal an. Das da. Rein. Warte. Hey. Rein. Rein. Jetzt gehen wir ganz kurz zur... Weil wir hatten die drei Reihen hier fertig. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier zwischen und fangen an. Gib Gummi. Ich will alle Öfen arbeiten sehen. Weil hier hat es geklappt auf jeden Fall. Glaube ich. Kommt da kein Erz an? Krass. Okay, ist natürlich nicht darauf ausgelegt, dass hier die drei Linien mit vier Öfen klarkommen. Aber guck mal hier, wie das da dauerhaft fließt. Wusch. Das ist schon heftig. Wir müssen nur kurz auf die Greifarme warten, dann klappt das hier. Aber ich habe gesagt, ich habe eigentlich echt schon so zwei der Folgen mindestens eingerechnet, nur für Erze und Öfen. Weil Erze und Öfen sind immer so die Sache, die am ewigsten dauern. Aber komm, wir haben die auch verzwölffacht, die Produktion im Endeffekt. Und als mit Blau ausgestattet. Das ist schon der Wahnsinn.
Und danach können wir uns dann wieder um die Produktion von irgendwelchen anderen Sachen da konzentrieren. Wenn ich mal auf die Karte gucke, wie sieht's da aus? Ah, die Verschmutzung ist natürlich jetzt riesig geworden, verständlicherweise. Hier unten kommen wir gerade so dran, hier rechts noch nirgendwo, was ich geil finde. Und hier oben haben wir eh zugemacht. Wir müssen halt noch irgendwann dazu machen und dazu machen. Aber da kommen wir noch zu. Ah, guck mal, jetzt fängt's an hier. Jetzt geht's los. Wir bleiben mal ganz kurz stehen, bis jetzt dieser da auch mal platziert wird und so. Kommt schon, Leute. Aha, geht doch. Langsam nach oben. Die Öfen brennen alle. Der da auch? Ach, der ist schon fertig. Guck mal an. Ist ja cool. Mhm, mhm. Gibt Gummi. Aber so ein Bauplan ist echt schon schick. Und von der Forschung bin ich auch begeistert. Dafür, dass es nur so wenig Maschinen sind, in Anführungszeichen wenig. Das sind 1050 Flaschen. Jetzt schon zu fast dreiviertel voll. Ich könnte AFK hier rumstehen. Ich würde produktiv sein, ey. Das ist der Wahnsinn. Guck mal. Ihr seid hier durch? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Die brennen. Brennen, brennen, brennen. Cool. Können wir direkt zur nächsten Linie weitergehen. Hier hin. Viel Spaß dabei, Roboter. Mal gucken, die greifen mir jetzt reichen. Ich hoffe. Wenn nicht, du Alter. Das ist, ich schwöre euch. Das geht doch nicht klar. Das wird noch zu viel. Ah, guck mal, selbst Kupfer ist jetzt hier, müsste gleich alles super laufen. Wenn wir nochmal irgendwie einen Rohstoffmangel an Kupfer oder Eisen haben, dann haben wir definitiv zu viel gebaut. Also, an Bauzeug. So, die brennen alle, direkt weiter zur nächsten Ebene. Das Treibstoffzeichen ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Echt spannend, nichts zu tun, aber ist am schnellsten von allen Möglichkeiten, also akzeptieren wir halt kurz die 2 Minuten rumstehen. Die letzte Reihe unten noch. Ja, kommt kurz alle rein. Und auf zur letzten Reihe. Fliegt halt noch höher. Fang doch erstmal hier an, wo ich bin. Wie wär's damit? Nö, die fliegen lieber ganz woanders dann. Irgendwie so ab ins Nirvana. Produziere 200.000 Eisenplatten pro Stunde. 200.000! Wir produzieren eine 500.000 in der Stunde. Wir haben keine Greifarme mehr. Jo, ist klar. Warte ganz kurz, wo haben wir es? Nicht Errungenschaften, hier Produktionsstatistik. Wie viel? 3.600 pro Minute? Was? Nee, warte, auf eine Minute tun sich draufdrücken, ne? In einer Stunde. Es wird hier nur eine Minute angegeben, okay, ich verstehe. Das ist so heftig. Bei der Minute finde ich eigentlich ganz gut. Krass. Das finde ich krass. Aus Schwärmen. Mehr Greifarme. Arme. Arme.
Das letzte Stückchen noch. Dann sind wir fertig. Oh ja. Oh, 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 oh. Oh ja. Die nächsten fünf. Dun. Oha. Das könnte auch ruhig ein bisschen schneller gehen hier alles. Weißt du? Ich mach noch schneller, ja? Wie weit geht das eigentlich? 500%! Das hatte ich ja voll vergessen, ey. Das ist ganz schön krass. Jetzt geht doch nicht nach da oben, sondern mach doch mal hier die beiden da, ey. Das gibt's doch nicht. Geht doch. Komm, Alter, warum fliegt ihr bis nach hier oben, anstatt erstmal die zu machen, wo ich neben stehe? Ist das eigentlich euer Ernst? Im Wechsel. Und wenn die jetzt wieder da sind, direkt die nächsten. Im Wechsel, immer im Wechsel. Komm. Nein, dann halt nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens genug. Immerhin. Wir haben sogar mal genug Tunnel. Ich bin echt begeistert. Das heißt, wir können gleich hingehen und die ganze Fabrik hier, jetzt müsste die Mainbus schon mal ausrüsten, dass das alles schneller läuft. Kommt schon, mach das endlich mal fertig. Das ist echt geil. Selbst der Treibstoff hier läuft voll, das heißt also, allein wenn es hier voll ist, merke ich schon, der Strom funktioniert. Guck mal, wir sind aber schon echt viel. Guck mal hier, 659. Oh. Alter. 222 Maschinen, 1.900 Greifarme, 187 Lasertürme. Ist das krass. Und noch irgendwie mehr? Haben wir irgendwo noch einen Bauauftrag? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Durch jede Reihe. Und gucken, ob da irgendwo was fehlt. Einfach zur Sicherheit. Aber es sieht nicht so aus. Oh mein Gott, ey. Das ist eine Hausnummer, ey. Krass. Ja, die erste Reihe war eh das Ebenbild davon. Guckt's euch an. Das ist Wahnsinn. So, und ab jetzt können wir gucken, dass wir alles upgraden hier. Wie viel haben wir noch? 89. Das sollten wir vielleicht ganz kurz auffüllen gehen. Und wir sind sogar fertig mit produzieren. Wie viel Greifen haben wir jetzt? 32. Wow. Das läuft. Oh, geil. Das wird ja richtig satisfying hier alles. Wir machen uns mal ganz kurz voll. Completo. Tutti frutti. Jetzt laufen hier schon die Gliedern aus. Wieso? Jetzt ohne Scheiß. Woran liegt das, dass die leer laufen? Was ist da los mit euch, ja? Woran hapert's? Verstehe ich nicht. Wo ist dein Problem? Okay, der hat kein Problem. Wo ist dein Problem? Eisen. Nee. Wo ist dein Problem? Eisen hat alle Probleme mit Eisen. Okay. Dann machen wir jetzt. Wenn die nur Probleme mit Eisen haben, mit nichts anderem, dann muss ich ganz kurz was überlegen. Nee, warte mal, der kann kein Problem mit Eisen haben. Doch, er hat bald Probleme mit Eisen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall
hier das so machen. Und hier nehmen wir jetzt einen intelligenten Beltsorter. Und den setzen wir da rein. Und der macht jetzt nach unten Eisenplatten. Wo hab ich denn jetzt, meine Güte? Da. Flupp, fertig. Auf beiden Seiten natürlich. Dann rechts. Auf rechts kommt bitte nur Zahnräder. X nixe finde Zahnräder. Bin ich blind oder doof? Da. Nein, nein, nicht auf beiden Seiten. Dein Ernst? Das andere rechts wird Eisen. Aber nur links. Danke. Müsste jetzt eigentlich besser klappen, weil der hier jetzt darauf mit Eisen befüllt sein müsste. Läuft besser, ne? Und der hier kriegt mal ein kleines Upgrade, indem wir dann großen davon, also den langen da hinsetzen. Das denke ich mir ganz gut. Und die beiden kriegen jetzt so ihr Eisen. Aha! Guck mal an, viel besser. Damit die Lieder hier auch mal wirklich im Fluss laufen und nicht so ätzend sind. Genauso wie das da. Schneller. So, und jetzt gehen wir mich rum. Jetzt kommt das Interessanteste von allem. Upgrades. Mal gucken, was wir als insufficient haben. Was apropos Upgrades, wir müssen mal ganz kurz noch gucken. Lag, 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 lag. Und bing. Ich hätte gerne das da nicht mehr. Greifarm zu schnellen, Greifarm, Fließbänder und am besten hätte ich gerne diese Maschine zur Montagemaschine 3. Okay. Upgrade. Und zwar alles auf dem Bus unter, nach unten. Bis hin zu den Strommasten. Boom! Insufficient. Das sind natürlich jetzt die ganzen Fließbänder, die insufficient sind, ist mir bewusst. Aber wir können uns mal ganz kurz angucken, was jetzt so alles passiert ist. Guck mal, hier wird es nämlich dann... Ah, jetzt haben wir selber gebaut, ne? Was hat denn der überhaupt gemacht jetzt? Maschinen haben wir auch noch alle. Okay. Egal, hier ist blau geworden. Alles, guck mal an. Guck mal, alles blau geworden. Auch die Teile. Ja gut, müssen wir jetzt halt warten, bis wir die auch alle bekommen. Aber es ist schon echt cool. Ich bin begeistert. Ah, guck mal, wie viel... Oh! Das ist krass. Alter. Ich möchte am besten noch eine Stahlkiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Die setzen wir dahin. Ganze Fließbänder rein. Warte, die können wir einfach da reinsetzen. Flump. Ernst, mit Hand muss ich jetzt reinziehen. Dein Ernst? Dann machen wir das halt. Das ist krass. Ein unterirdisches Fließband hier. Bam. Cool. Warte mal, jetzt funktioniert das beides. Ohne Probleme. Und die blauen... Achso, klar, weil es immer leer gelaufen ist. Ich, ah, ja, macht Sinn. Die rein. Wir haben noch eine Batterie. Warte mal, warum habe ich noch eine Batterie? Oh. Ja, wenn es im Winter ein bisschen leerer wird, merkt man auch manchmal Sachen, merkt man erstmal, dass man einem auch Sachen fehlen, ne? Kunststoff habe ich hier noch. Habe ich sonst noch irgendeinen Crap da im Inventar? Eigentlich ganz viel. Guck mal, hier haben wir noch die Stromdingens. Das können wir uns mal aufbewahren noch, auf jeden Fall. Was läuft jetzt leer? Die alle. Dein Ernst? Wieso funktioniert er nicht so schnell, wie ich es haben möchte? Eisen. Euer Problem ist Eisen. Ich verstehe. Wahrscheinlich wegen dem Eisenfließband. Hier. Das ist kein Problem. Wir brauchen eh ein bisschen was für uns. Das upgraden wir.
Das bekommt ihr. So. Und schon kriegt ihr Eisen ohne Ende. Zwar verlangsamt die Tunnel das alles noch ein bisschen, aber ist egal, passt schon. Warte, wir können direkt hier reinmachen. Kurz einen Stack rein. Gib mal kurz die Tunnel her. Ein bisschen was müssen wir ja machen hier unten. Teile haben wir auch nicht mehr, warum nicht? Was ist da los? Zahnräder, dein Ernst? Na komm, geben wir dir ganz kurz ein paar Zahnräder. Nee, warte, was noch? Achso. Hier. Kannst meine haben. Ich brauch die eh nicht mehr. Hust, hust. Da ein Teiler und da oben. Zack, zack, zack. Dann haben wir das hier drin ein bisschen verschnellert jetzt, oder? Ich denke schon. Ausgezeichnet. Klappt ihr jetzt bitte auch durchgehend? Na also, warum nicht gleich so? Hervorragend. Und die... Ach komm, nee, ganz ehrlich. Wo geht's weiter? Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Ja, gib ihm. Und die hier auch, die Musik ist zu Ende. Und wir sind auch relativ weit gekommen. Auch wenn wir jetzt eigentlich nur ein bisschen Upgrades betrieben haben. Und unsere Ofenanlage voll gemacht haben. Aber die hat doch, sich auch echt gelohnt, ey. Ohne Scheiß. Boah. Deswegen sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.